Ja, das Besondere morgens ist, wie die Welt so langsam wach wird. Also wenn man sieht, dass es hell wird, wenn man die Vögel oder die Geräusche hört, es ist so still morgens noch hier. Mein Lieblingsmoment morgens sind wirklich meine Tiere. Und das Frühstück? Das Frühstück ist auch wichtig, ja. Also die Atmosphäre hier im Dorf, die ist der Welt so etwas entrückt hier am Waldrand. Und man fühlt sich sofort zu Hause, wenn man hier ankommt. Wir haben mit unserem Bergdorf das gebaut und verwirklicht, wo wir selber Sehnsucht nach hatten, was wir selber immer gesucht haben. Ja, wir wollen echt sein, ganz konsequent. Und dann geht es an regionalen Zutaten, an regionalen Produkten überhaupt nicht dran vorbei. Entschleunigung ist etwas, was passiert, wenn nichts passiert. Und hier im Liebesgrün passiert manchmal gar nicht viel, aber das Wenige tut manchmal sehr gut. Aber ich glaube, manchmal, wenn das Wetter auch schlecht ist, ist es noch schöner, weil man sich dann auch in ihre eigene Berghütte aufhält, einen Kamin anmacht und auch Zeit für sich dann findet. Wenn uns das gelingt, dass sich Gäste hier geerdet fühlen, zu sich kommen, dann ist das natürlich, dann haben wir unser Ziel erreicht, ganz sicher. Ja.